was ich noch muss sagen, die Musik, die wir gespielt haben, ist aus dem Programm noch. Jetzt kommt es bei Airplay um 8:30 dann die Hälfte des Äthers. Die Sendung dokumentiert die Veranstaltung vom 18. Januar. Frauen in der Linken in der Zwischenkriegszeit. Sozialdemokratinnen, Kommunistinnen, Gewerkschafterinnen. Das ist der Reihe alles anders, vieles gleich. Am 10. dann Skips Reggae Session um 11:30 bis Mitternachtsinfo. Und eben um 12 Uhr dann außerhalb jeglichen Programms die Nachtsendung zu dieser Veranstaltung von gestern. Zusammen, da ist wieder mal
Sydney Speeder Play. Man hat vielleicht schon gehört, um was es geht. Heute das totale Chaos, stundenlang, nämlich Japan Hardcore. Also einfach den neueren Stück, so vom 83 bis heute. Stellen wir ein bisschen vor, was dort so läuft. Im Studio, an der Technik, Technikredaktion hat der Claudio Pavan. Yeah. Und dann Musikredaktion hat Dave Phillips. Und ja, ich tue noch ein bisschen etwas sagen zu der Platte, wenn ich etwas weiss. Ganz am Anfang haben wir Ghoul gehabt. Mit dem ersten Stück von ihren 7-Inch. Ghoul hat sich ja mittlerweile aufgelöst, aber sie reformiert sich sehr wahrscheinlich wieder als Ghoul 2. Und nachher haben wir Chisholm gehört. Die sind eine der ersten Bands gewesen, die richtige Hardcore schnell gespielt haben mit dem Stück Fire. Das war vom Sample gewesen, Great Punk Hits aus dem 1983. Jetzt lassen wir Cheesehead laufen. Ein sehr Motorhead beeinflusste Band. Das Stück heisst G-Motor-Z. Ja, und nach denen noch auch ganz grosse alte Band. Also so bekannte Band, die sind zu einem Major jetzt gegangen und machen jetzt mehr so Performance und Video. Das sind Stalin. Von denen haben wir eigentlich fast die einzige Japan-Platte bei uns kaufen können. Das ist dann nach der G-Set.
Stalin war, eine ältere Platte, Gogo heisst sie, 12 Inch, die hat man eben zu Europa auch bekommen, war eine der ersten, die man so bekommen hat, wo man einen guten Vertrieb hatte. Ich möchte gerade mal etwas von der Anfangszeit sagen. Punk hat angefangen in Japan so wie bei uns mit der üblichen Verspätung auf England, so vor 10 Jahren. Und jetzt stellen wir eben eher die neueren Bands vor, weil die alten Bands haben viel den 77er Stil einfach gehabt, ist logisch, und nachher noch Techno Einfluss reingebracht und haben es dann einen rechten Japan-Techno-Pop-Wave daraus gegeben, der noch ziemlich bekannt wurde. Dann im 81, 82, 83 vor allem, haben sich dann die ersten Hardcore-Bands formiert. Man hat zwar hauptsächlich englische Hardcore-Bands kopiert einfach, zum Beispiel GBH, English Dogs, Curls UK, und auch Punks haben sich dementsprechend angelegt und so ausgesehen, so mit Spiky Hair und Lederjacke mietet, 1000 und so. Und einfach, in Japan ist es noch so, dass immer ein bisschen mehr der Metal-Einfluss drin war in der Musik. Das hat man vielleicht an den ersten Stück gehört. Aber neuerdings kann man nicht sagen, ein bisschen später sind dann einfach die völligen Japan-Hardcore-Bands gekommen, wie man es so kennt, die völligen Chaos-Bands. Wir werden gerade zwei Stück als nächstes hören. Als nächstes unser Auto aus Osaka. Mit dem Stück I Like Cola vom 84er Unawful Assembly Compilation. Also ich weiß nicht, um was das der Text geht, aber ich hoffe, es ist gegen Cola. Multidreck. Und dann nachher die Japaner Ultragötter Swankies mit Damaging Noise. I Like Cola! Go!
Japans Ultragötter Swankies, so genial. Jetzt der Auto, wenn wir von mir vorher gehört haben, wolltest du noch etwas dazu sagen? Ja, Auto ist ja bekanntlicherweise, hat Jason von Antichrist, hat ja die bekannten Antichrist-Demos aus japanischer Platte gemacht. Auto ist eins davon. In seiner Version heisst das I Like Killing. Ja, jetzt gehen wir wieder mal ein bisschen ruhigere Gefilde, nämlich mit Gas Dank, die haben jetzt einen LP rausgebracht auf Postmort, auf dem amerikanischen Label. Wo ziemlich Müll ist. Ja, das ist jetzt neuerdings Mode, dass man einfach da zu Europa oder zu Amerika Platte rausbringt von Japan, weil die viel zu teuer sind und man kommt es nicht gut über da. Aber das Stück, das man gehört, ist von den 7-Inch Two Fans. Die ist die schönste 7-Inch, die es gibt, so mit, vom Vinyl her, hat so völlig Tüpfel drauf und so. Aber, es gibt nur 300 Stück, also... Ja, es tut mir leid, aber jetzt kann man es vielleicht auch im Radio Lore mal hören. Two Fans. We'll be right back.
Das war Rolls Royce. Die erste Veröffentlichung von Rolls Royce war ein 8-inch, relativ rar und relativ rare Form auch. Die neuen Rolls Royce Sachen sind ja eher so Cryptic Slaughter-mässig, aber anscheinend gehen sie jetzt wieder zurück auf den alten Stil. Vorher sind noch Gaston gelaufen. Etwas eher Melodiöses, so für die sattbeseiteten der Gemüter. Und die Swankies, die wir schon gehört haben, und auch Rolls Royce und noch viele andere Platten, die wir heute vorstellen, die sind von Dogma Records gemacht und vertrieben von Tokio. Also das ist ein relativ grosses Label, aber immer noch independent, wenn man so sagen kann. Natürlich besteht keine Independent-Szene wie in Europa, wo so alle ihre Platten selber produzieren oder viel und völlig wirklich auch die grössten Vertriebe noch unabhängig sind. Es hat zum Beispiel mal den Battlecore-Label gegeben in Japan, aber nachher ist das aufgeflogen, dass das von RCA und Victors von dem Multilabel ist. Es war einfach so ein Wunderlabel, das dann so auf unabhängig gemacht haben und so. Die sind einfach mit dem Trend mitgeschwommen, aber das ist wieder weg. Und eben, wie gesagt, es gibt 8-inch in Japan, es gibt sogar 5-inch. Und es gibt viele Flexis, die kleinen Bands, die können billig Platten produzieren, indem sie Flexi machen. Also das ist etwas ziemlich Typisches von Japan. Das nächste Stück ist aber nicht von einer Flexi, das ist von einer 7-inch vom 86, von SVS. Automatic, ja. Nachher The Coms mit der Bannerin, mit dem Stück Public Cycle. Ja, das ist von ihrer 12-inch Northside. Yeah.
Das waren The Coms von ihrer No Side 12 Inch. Jetzt noch ein paar Konzerthinweise. Heute Abend spielen in der Roten Fabrik The X aus Holland und Chumbawamba aus England. Dann am Samstag, am 30. Januar, spielen im Judstal Wiel Inverno aus Deutschland, China aus Italien, Destitution aus Deutschland, Franzosen Original Disease und Dark Age aus Zürich. Dann am 18. Februar spielt eventuell noch Extreme Noise Terror. Aber es ist aber nicht sicher, sie haben ein bisschen Geldproblem, um den Mietbus abzahlen. Und es ist also noch nicht sicher, ob es kommt, aber einfach auf Plakat schauen, so in den Plattenläden. Auch auf Plakat schauen muss man, wenn man will, dass das Negazione-Konzert geht. Die kommen nämlich im März, wahrscheinlich am... Genau, auch am 18. Also wir wissen es noch nicht recht, aber wir sehen es dann. Eben auf dem Plakat in der Roten Fabrik ist es auch, wahrscheinlich auch mit Jingle der Dance aus Deutschland. Oder vielleicht Absinthe Noise, weil die haben uns auch angefragt. Jetzt möchte ich, kommen wir wieder zurück in den fernen Osten, bei Japan. Also, als nächstes hören wir Last Bomb von ihrer 85er 7 Inch. Und ja, nachher kommt Ultragötter wieder, Gaia von der Extermination 7 Inch Flexi, Stock Extermination. Ja, und nach denen gerade hören wir dann noch ein bisschen ruhigere Band von Osaka. The Riot ist vom Sampler Last Punk Osaka. Der ist, glaube ich, auch schon wieder ausverkauft. 1986 mit dem Stück Gunplay. No!
Noch etwas zu japanischen Texten, also von japanischen Bands. Die meisten Texte, also fast alle, sind ja also ziemlich klischeehaft, also so quasi Anti-Police und so Zeugs. Und es sind also nichts Besonderes. Sie haben sogar zeitweise sehr schlechte Texte, zum Beispiel Goos hat das Lied Crash the Post, anti-vegetarische Text, das sind natürlich Ultra-Idioten. Ja, sich doch. Ja, gut. Nein, ja, also, Mehrheit ist an dieser Meinung wie der Dave vom Speed Up Play. Also, als nächstes hören wir Systematic Death aus Yokohama mit dem Stück Underage. Das Stück ist vom neuen Sampler My Meat, Your Poison. Darauf ist noch SOB und andere Bands. Systematic Death haben aber gerade jetzt im Ende 87 oder Anfang 88 eine neue LP rausgebracht. Nein, es war Ende 87 gewesen. Und die kommt jetzt in Deutschland auch über allerdings zu einem stark überhöhten Preis. Auch in Japan sind Platten viel zu teuer, es sind so 20 bis 25 Franken zahlt man für eine Platte. Und ich habe Maxim Rock'n'Roll gelesen, die japanische Pressung von der Suicidal Tendencies LP war teurer gewesen als die amerikanische Pressung, die sie importiert haben, weil der Dollar so weit unten ist. Nachher war die sogar noch teurer gewesen vom eigenen Land. Bei den Gigs kann man sagen, dass sie meistens gewaltlos sind, also was ich da aus dem Bericht kann lesen. Und es ist einfach bekannt, dass sie spielen brutal und schnell, aber es ist nicht unbedingt dass es so, dass es da irgendwelches Gemetzel gibt oder so an den Konzerten. Gigs sind auch relativ teuer in Japan, so auch 20 bis 25 Stutz für einen HK-Gig, was ja viel zu teuer ist. Es wird auch wahrscheinlich viel von Agenturen organisiert, das kann ich mir vorstellen. Nach der Systematic Death hören wir Oi Sounds, das ist für alle Herberts, mit der Band Antiseptic aus Tokio. Das Stück heisst Das wird Death und ist von der ersten und letzten 7 Inch aus dem 85. Und nach denen? Nach denen hören wir eben die berüchtigten Goals mit dem Scheißtext. Ja, aber den Text kann man jetzt nicht lesen, weil er ist japanisch geschrieben. Von der ersten 12 Inch aus dem 86. Yeah.
Jetzt haben wir eben Ghost gehört. Das ist Stück ist von ihrer ersten 12-Inch, von 86. Jetzt haben sie aber eine neue rausgebracht, die meiner Meinung nach nicht mehr so gut ist. Noch etwas zu den Labels. Viele japanische Platten kommen ja jetzt auf französische oder amerikanische oder wie auch immer Labels raus. Zum Beispiel das neue Gastonk ist beim Pussmore. Und Fagis, wo wir jetzt gerade gehört, ist in Frankreich erschienen als 7-Inch Compilation. Ja, auch von den Fagis gibt es 7-Inch, also wo nicht eine Compilation ist, einfach nur von dieser Band, auch in Frankreich erschienen. Und ich nehme an, in Zukunft wird es noch weitere geben. Eben als nächstes Fagis aus Kyoto, mit dem Stück Skimen Soka. Dann wahrscheinlich die bekannteste japanische Band, also heutzutage SOB aus Osaka. Ja, heutzutage. Ich meine, für die Jungen ist sie schon bekannt. Aber vor ihrer zweiten Vinyl-Veröffentlichung Don't Be Swindled, 12-Inch aus dem 87. Nachher Confuse, eine von der wahrscheinlich am schwierigsten erhältlichen japanischen Platten von einer 7-Inch Flexi. Und nachher noch Braindeath, auch rechts Chaos, mit einer Sängerin, Funny Dancing. We'll be right back.
okay, nach dem Chaos, ich hoffe, dass nicht gerade alle jetzt eine Herdkrise bekommen haben. Gerade vorher haben wir ganz eine neue Single gehört, Brain Death, mit eben Funny Dancing. Ich persönlich finde die super. Ich auch. Da wären wir am Ende angelangt jetzt. So, ich möchte Ciao zusammen sagen. Als letztes Stück hören wir dann noch von der Gruppe Genoa, das ist auch eine neue Platte. What a Wonderful Life, ha, heisst die. Und wir hören Strange Kind of Madman. Okay. Ich sage Ciao zusammen. Und wir Sayonara.